Nun, wir hatten uns gerade eben mit der Addition beschäftigt. Subtraktion ist jetzt dran. Jetzt kommen wir zum Thema Subtraktion. Machen wir das in Gelb. Also, in Gelb geht es weiter. Ich mache das deswegen gerne farbig, weil man dann weiß und schön darauf verweisen kann, wie es weitergeht. Subtraktion. Das gleiche schriftliche. Wir schreiben wieder untereinander. Ich schreibe mal 9, 8, 7, minus 6, 5, 4. Willkürlich die Zahlen ausgewählt. Untereinander geschrieben. 7 minus 4 ist 3. Nichts passiert. 8 minus 5 ist 3. Nichts passiert. 9 minus 6 ist 3. Nichts passiert. Das ging einfach. Machen wir es mal so, dass ich jetzt eine scheinbare Schwierigkeit habe. 9, 8, 7, 0, 0, minus 6, 5, 4, 3. So, wenn ich jetzt hier abziehe, jetzt muss ich mir Folgendes vorstellen. 0 minus 3 geht ja gar nicht, haben wir in der ersten Klasse gesagt. Dieses geht ja gar nicht, das muss man ja auch berücksichtigen. Beim schriftlichen Abziehen oder beim schriftlichen Subtrahieren, wenn man sich dieses Fachwort merken will, wendet man einen Trick an. Man sagt einfach 10 minus 3, nein, ich sage 11. Entschuldigung, 0 minus 3 geht nicht. 10 minus 3 sage ich. 10 minus 3 ist 7. Ja, aber jetzt haben wir uns irgendwas geborgt. Und jetzt kommt die Schwierigkeit, die scheinbare. Da haben jedenfalls viele Schüler Schwierigkeiten und sagen, ja, was mache ich denn mit der 1? Ich habe mir da irgendwo noch was geborgt. Naja, die 1, die geborgt ist, die muss ich irgendwo notieren. Jetzt gibt es Menschen, die würden es gerne hier notieren. Hier gehört es aber eher zur Addition. Ich stelle mir vor, ich mache das mal in Blau. Ich habe hier mir noch eine extra Zeile eingefügt und schreibe mir diesen Übertrag hier hin. Ich muss das nicht blau machen. Ich schreibe es am besten darüber. Dann weiß ich, ich muss die nächste Zahl um 4 und um eine weitere 1 irgendwie vermindern. Das ist in diesem Fall der Trick. Das geht besser. Das ist übersichtlicher. Gut, machen wir in Schwarz weiter. Ich habe jetzt was hingeschrieben. Ich muss mir hierüber keine Gedanken machen, denn ich weiß, aha, 0 geht nicht. 10. Aha, dann schreibe ich gleich mal die geborgte 1 hier hin. 10 minus 4 ist 6, minus 1 ist 5. Ich gucke hier weiter. 7 minus 5, kein Problem, ist 2, minus 1 ist 1. 8 minus, ne, hier war kein Übertrag nötig. 8 minus 6 ist 2. Und 9 minus nichts weiter, ich kann auch sagen minus 0. Und dann habe ich die Zahl, die dabei rauskommt. Mit Kommastellen macht man es ganz genauso. Also, ich könnte hier hinter Kommastellen anfügen. Ich verweise aber in diesem Fall auf die Addition, also mit Kommastellen schön untereinander schreiben. Dann ist das auch nicht mehr schwierig. Aber was mache ich, wenn es doch noch größer wird? Probieren wir mal wieder was aus. 6, 5, 4, 3, 0, 1, 2. Und davon möchte ich abziehen. 9, ach ja, 9, 9, 8, 8, 7. Und ich möchte noch weiterhin abziehen. 2, 7, 3, 7, 9. So, jetzt Achtung, jetzt mache ich das Gleiche hier wieder. Ich mache das hier plötzlich. Ich habe eine Zahl, die ich hier abziehen will, die 99.787. Und das ist sozusagen sowas wie das Blaue, was ich mir hier eingefügt habe. Also ich bin gut beraten, wenn ich den letzten Strich wirklich ein bisschen tiefer mache, denn es kann ja sein, dass ich mir hier solche Überträge mit einfüge. Das schadet nicht, das ist jedem selbst überlassen. Wir schauen. 2 minus 7 geht schon los, das wird nicht funktionieren. 12 minus 7 ist 5, aber wenn ich nochmal 9 abziehe, muss ich mir hier eine 22 denken. Und damit ich die nicht vergesse, sage ich 22, hier ist die 2 der Übertrag, 22 minus 7 ist 15 minus 9 und das Ergebnis kommt hier wieder runter. Oh, und jetzt bin ich stecken geblieben. Wenn ich jetzt hier was vergessen habe, hilft mir der Übertrag noch nicht. Aber ich weiß, ich kann gleich die 22 minus 7 ist 15, 15 minus 9 ist 6. Aha. Jetzt kann ich ruhig bleiben. Mein Übertrag steht hier. Ich gucke mir das an und sage 11 minus 8, oh, minus eine weitere 7. Ich nehme eine 21, die ich mir schnappe. 21 minus 8 ist 13.
13 minus 7 ist 6, minus 2 ist 4. Auch nicht schwer. Ich gucke mir wieder diese Zahl an. 10 minus 8 würde noch gehen, aber minus weitere 5. Also sage ich 20. Mache ich mir wieder eine 2 hin. Oder entsprechend bei längeren Kolonnen dann mal eine 3 oder 4. So, jetzt wollten wir uns mit dieser Kolonne hier beschäftigen. Wir sagen, ach, ich wollte eine 20 minus 8 nehmen. Habe ich 12, minus 3 ist 9, minus 2 ist 7. Ich schnappe mir die 3 und sage, 3 minus 13 minus 9, oh nee, 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 nee. Ich muss mir natürlich wieder mal eine 2 nehmen. Also, 23 minus 9 ist 14, minus 7 ist 7, minus 2 ist 5. Ich gucke mir diese Zahl wieder an und höchstwahrscheinlich werde ich mal wieder in die 20er gehen müssen. Probieren wir es aus. 14 minus 9 wäre 5. Ne, das wäre jetzt übertrieben, also das muss man vorher mal angucken und dann geht das. 14 minus 9 ist 5, minus 2 ist 3, minus 2 ist 1. Und jetzt muss ich von der 5, da ich hier eigentlich nichts abzuziehen habe, noch die 1 abziehen, dann habe ich eine 4 und die 6 bleibt unangetastet. Also ist nicht das Problem, kann man genauso machen. Kommazahlen gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich schließe das Video an der Stelle mal ab und ich hoffe, dass meine lieben Schüler sich dieser Sachen nochmal bemächtigen. Nochmal der Tipp: Es geht ganz leicht, wenn man sich irgendwelche Zahlenkolonnen einfach hintereinander aufschreibt, ohne drüber nachzudenken, ob das 99.887 ist oder 27.379. Unwichtig. Dran denken, wenn ich hier noch was Zusätzliches abziehen muss wegen des Übertrags, schreibe ich es über diesen Strich. Hier, wenn ich schon was habe, ich könnte es auch über den Strich schreiben. Ist eine Ansichtssache. Kann man machen. Ich schreibe es mir gerne hier hin, weil ich weiß, das gehört schon mit zum Ergebnis dazu. Gut, also Video damit abgeschlossen und das nächste wird sich mit der Multiplikation beschäftigen.